Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tommys Genusswelt. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, ich habe mir eine Auszeit gegönnt, die war auch dringend nötig. Ja, jetzt bin ich wieder da und habe natürlich das eine oder andere für euch schon vorbereitet. Es gibt ein paar Neuerungen, ja, das eine oder andere, das hat sich schon getan. Ja, ich habe ein neues Spielzeug. Und mit dem Spielzeug zeichne ich gerade auf, und zwar mit der Lumix FZ200. Ich habe mir lange überlegt, wie könnte dein erstes Video aussehen und vor allen Dingen mit was machst du dein Video? Wieder mit dem Handy. Ich habe schon die eine oder andere Spielerei gehabt, ihr wisst das. Aber naja, der Mann ist ein Spielkind und wenn es um Technik geht, Hand aufs Herz, dann sind nicht nur die Pfeife relevant, dann geht es auch mal zu besagten Elektronikshops und dann wird gestöbert, was das Zeug hört. Das habe ich auch gemacht, Vergleich angestellt und habe dann nach langem Hin und Her habe ich mich umgeschaut, mich informiert und bin letztendlich zur Lumix FZ200 gekommen. Ich wollte eigentlich im Grunde genommen bei Nikon bleiben, aber das war eine preisliche Sache und ganz ehrlich, man muss schon abwägen, braucht man das oder braucht man das nicht. Ich wollte mir erst von Nikon die Coolpix B700 holen. Die B700 ist eine ganz tolle Kamera mit 4K und hast du nicht gesehen, aber ganz ehrlich, 4K, muss man das haben? Nein, nicht wirklich. Also für mich im Moment nicht so hoch im Kurs und nicht so relevant. Dann sagte mir jemand, ein fachkundiger Verkäufer, wie wäre es denn mit einer Panasonic FZ300 zum gleichen Preis, der B700? Habe ich mir überlegt, aber auch wieder 4K-Modus, zusätzlich noch Touchscreen und ja, so einige andere Spielereien, die man eigentlich im Grunde genommen für Film und Fotografie nicht unbedingt braucht. Und dann sagte mir ein schlauer Mann, hör mal, guck dir mal die 200er an, die ist ganze 150, fast 200 Euro preiswerter. Guck sie dir an und sag mir, was du davon hältst. Ich habe mir die Tests durchgelesen und bin dann schluss und letztendlich zur Lumix FZ200 gewechselt. Sie hat einen externen Mikrofonanschluss, sie hat ein klapp- und schwenkbares Display, sie hat hypermoderne, viele Einstellungsprogramme, sie ist eine wunderbare Bridge-Kamera, genau das zwischen Kompakt und zwischen Spielreflex, genau das Mittelding, was ich haben wollte, zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man es nicht besser haben kann. Ich bin damit sehr zufrieden und ich hoffe, die Bild- und Tonqualität ist auch okay. Hier ein kleiner Film. So, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Apropos Bild und Ton. Bild ist okay, kommt von der Kamera. Ton kommt nicht wirklich von der Kamera. Ton zeichne ich mit einem Boya BVM 1000 auf. Ein externes Röhrenrichtmikrofon mit super Nierencharakteristik. Ja, ich hoffe, dass der Ton soweit okay ist und auch darüber ein kleines Filmchen und einen kleinen Test mit verschiedenen Einstellungen, was das Mikrofon betrifft. Ihr sollt ja auf dem Laufenden bleiben. So, und so sieht mein Setup aus. Wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet an der kleinen Erft. Und da habe ich mein Set aufgebaut. Das filme ich natürlich jetzt hier mit meinem Handy, mit dem Samsung S6, und ihr seht, dass
ist das Mikrofon, was ich meine. BY-PVM 1000. Das sind die Einstellungen. Ihr seht einmal der ganz normale On-Schalter, dieser On-Modus. Und dann oben ganz am Ende ist der Filtermodus drin. So sieht das Ganze aus. Das ist die Kamera. Mit sehr vielen Einstellungen. Und natürlich das Rädchen oben, wie es bei der Spiegelreflex auch ist. Und so kann man sie auch einstellen. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie dieses kleine Setup aussieht. Und ich denke, damit kann man schon was anfangen. So, hier mal ein kleiner Tontest. Und zwar zeige ich jetzt den Ton mit dem Panasonic internen Mikrofon auf. Und werde gleich mal umschalten auf das Boya PVM 1000. Und ihr werdet hören, es gibt zwei Einstellungen bei dem PVM 1000. Einmal die normale Einstellung, die ist etwas runder und basslastiger. Und einmal die High-Pass oder Low-Pass-Filter-Einstellung, die nimmt die Rundung und das Volumen aus der Stimme etwas weg. Klingt dann etwas klarer und das Rauschen im Hintergrund tritt auch ein wenig zurück. Gut, dann wollen wir den Test mal angehen. Also, auf geht's zum Boya-Mikrofon. So, jetzt hört ihr den Ton mit dem Boya PVM 1000 in der normalen Einstellung. Ich denke, der Ton ist angenehm weich, rund, sehr basslastig, also sehr voll auch. Und ihr werdet gleich den Unterschied hören, wenn ich jetzt am Mikrofon den Filter einstelle. Dafür mache ich die Kamera nicht aus, ich stelle einfach nur an dem Mikrofon den Schalter um. So, jetzt habe ich den Schalter umgestellt und der Filter ist drin. Das Rauschen müsste zurückgegangen sein, die Stimme klingt etwas heller, das Volumen ist etwas rausgenommen worden und ich denke mal, aber auch dieser Ton kann sich hören lassen. Dieses Richtmikrofon habe ich mir extra dafür gekauft, weil wenn man mal etwas weiter von der Kamera weg ist, dann, dass man dann auch noch einen guten und verständlichen Ton hat. Ja, man kann natürlich auch mit dem entsprechend langen Kabel auch ein Interview führen, was ich demnächst auch mal hier oder dort tun werde. Ich habe mir da sowas ausgedacht, ob das zum Tragen kommt, weiß ich nicht, aber dann würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es bei mir Tommys Genusswelt TV heißt. Aber das nur am Rande und das noch in ferner Zukunft. Das ist noch Zukunftsmusik. Warten wir mal ab, ob es dazu kommt. So, weiter geht's mit dem normalen Video. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie so ein Filmsetup aussieht bei mir mit dem externen Mikrofon und mit der Kamera. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wer also mit dem Gedanken spielen sollte, sich eine Bridge-Kamera zu holen, was ja nichts anderes ist wie Bridge-Brücke zwischen Kompakt und Spielreflex, ist mit der Panasonic FZ200 wirklich am besten bedient. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und ganz ehrlich, das Ding macht richtig gute Aufnahmen. Sie kann, ich glaube, bis 50 oder sogar 60 Frames aufnehmen. Und sie hat so viele Programme. Und wer sich ein bisschen mit Fotografie auskennt, der weiß das zu schätzen. Und kann das natürlich auch alles nutzen und ausfahren. Ja, was wird es noch geben? Ich werde über das Dampfen eine ganze Ecke berichten. Ich bin mehr zum Dampfen gekommen jetzt in letzter Zeit auch. Und da werde ich auch dieses eine oder andere Video drüber drehen. Zurzeit bin ich unterwegs mit dem Wismac RX 2 Drittel. Das ist dieses Teil. Und der ist eigentlich ganz in Ordnung. Da drauf habe ich einen Tröpfler-Tank. Das heißt, das ist
kein Tank an sich, sondern der wird von oben immer nachgetröpfelt. Dann kann man ein paar Mal ziehen und dann wird wieder nachgetröpfelt. Ja, über solche Sachen werde ich natürlich auch berichten. Und ja, über Fotografie oder über ein Event oder natürlich werde ich auch weiterhin nach Loma kommen, ganz klare Sache. Aber das Pfeiferauchen, seid mir nicht böse, ist für mich im Moment so weit nach hinten gerückt. Teilweise aus gesundheitlichen Gründen auch. Und ich werde da jetzt auch kein Thema draus machen oder da eine Diskussion anfangen. Und das hat sich einfach so herauskristallisiert und da muss ich Abstriche machen. Ich musste eine Entscheidung treffen, die habe ich getan. Ich habe meine Entscheidung getroffen und so ist es nun. Das Einzige, was mir geblieben ist, das ist die Zigarre und das Sampfen. Und naja, meine Filme, die werden eben weiterhin in Richtung ja, Fotografie, Videos, Events, Dampfen, Zigarre und so weiter und so fort in alle möglichen Richtungen auslaufen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich hoffe, dass euch das bisher gefallen hat und ich tue mein Möglichstes, dass es weiterhin so bleibt. So ein Dampfer ist natürlich nicht schlecht. Das, wie schon gesagt, ist auch so eine Sache, die ich besprechen will, weil es ist schon eine Kopfsache bei dem einen oder anderen. Die gibt es mit Nikotin, die Liquids, die gibt es ohne Nikotin. Ich dampfe von Anfang an ohne Nikotin, weil es bei mir wirklich eine reine Kopfsache ist. Und so ein Ding, das haut richtig Qualm raus. Ihr seht, da kommt richtig was raus. Und die Geschmäcker sind verschieden. Da gibt es tausende von Geschmacksrichtungen, die man einschlagen kann. Von fruchtig über süß. Naturnah Tabake, es gibt Tabakssorten als Geschmack und da kann man sich also alles mischen lassen und was das Herz begehrt, ob das Kiwi ist, ob das Kaktus ist, Orange oder ob das Schokolade oder Cremekuchen oder Zitronenkuchen oder sonst weiß der Geier was ist. Da gibt es also die meisten Sachen dafür und da kann man sich eine ganze Ecke ausholen und ich weiß, dass der eine oder andere von euch natürlich so einen Dampfer zu Hause hat und das Ding auch benutzen tut. So, jetzt aber weiter. Ich werde euch noch ein paar Fotos zeigen von der Kamera, denn darum soll es ja gehen heute. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit der kleinen Bilderserie, die ich bis jetzt mit der Kamera geschossen habe. Viel Spaß. Und damit endet auch das erste Video von mir für hier und für heute. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das dauert natürlich eine ganze Zeit lang, bis man in der Materie wieder drin ist, bis man mit der Kamera umgehen kann, bis man mit dem Mikrofon umgehen kann, bis man so seine einzelnen Themen rausgepickt hat, worüber man berichten möchte. Aber ich hoffe, es macht genauso viel Spaß wie vorher auch. Ja, ich darf mich bei euch bedanken, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch noch viel Spaß. Wir haben heute Samstag. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, das Video einzustellen. Im Moment ist es ein bisschen hektisch, aber ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, bis es hochgeladen werden kann. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, macht's gut. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein und ich sage Tschüss, euer Thomas.